Hey Leute, willkommen zu einem kleinen neuen Angezockt-Video. Ja, lange Zeit nicht mehr da gewesen, aber ich muss einfach mal hier Leute etwas ganz Besonderes zeigen, und zwar Pokémon 3D. Kennt ihr Pokémon 3D? Ja? Gut, dann könnt ihr euch jetzt vorstellen, was in diesem Video gezeigt wird. Wenn nicht, lasst euch überraschen. Pokémon 3D habe ich zuletzt vor einem Jahr gespielt. Und damals war das noch so, das ist halt Pokémon Gold und Silber quasi, oder halt Kristall, in 3D, also in einer 3D-Perspektive, First Person, First und Third Person. Letztes Jahr habe ich das mal gespielt, da fand ich das so, ne, nie, war nicht so meins, war noch so eine Beta-Phase, was das war. Aber mittlerweile hat sie das richtig gemacht, es gibt so viele neue Features und, ja, ich würde sagen, wir laden einfach mal hier meinen Spielstand, den ich jetzt habe. Ich habe jetzt, wie ihr gesehen habt, etwa eine halbe Stunde lang gespielt. Rotor 31. Oh, es regnet. Oh. So. Ja, so sieht das Ganze aus, Freunde. Das ist Route 31, kurz vor Viola City. Und ja, ich habe auch nicht viele Pokémon. Ich habe nur hier... Hallo, Taubsi. Wie geht's dir, Taubsi? Vogel ist peering down. Okay. So, ich habe Taubsi dabei und ich habe mein Kanimani, mein Alligator dabei. Und nein, ich höre mir Alligator eigentlich nicht an, aber der Name passte gerade irgendwie. So, ich habe mir Vogels Wesen nicht angeguckt. Was hat Vogel eigentlich für ein Wesen? Lonely, okay. Ja, soviel zu meinem Pokémon. Und ja, ich werde einfach mal ein bisschen Gameplay zeigen. Also es ist wie gesagt an sich wie Pokémon Gold und Silber. Hallo Kanimani. Nur halt in dieser First Person. Man kann es auch in Third Person spielen, sieht so aus. Aber ich muss sagen, das gefällt mir jetzt nicht so sehr. Und ihr seht, da hinten kann man dieses Pokémon Center Symbol sehen. Man kann von hier aus nämlich schon in die andere Stadt sehen. Man sieht da vorne den Knofenser Turm. Ziemlich, ziemlich cool. Ich versuche mal jetzt hier auch gleich ein bisschen Kämpfe zu zeigen, keine Sorge. Es gibt, also das ist gerade der Singleplayer-Modus. Man kann es auch online spielen mit Freunden, sofern man sich bei Game Jolt registriert. Ich zeige euch einfach mal ganz kurz hier das Kampfsystem. Beziehungsweise wie die Kämpfe so aussehen. Na, so. Ein wildes Safcon. Im Safcon stand ich bei noch nicht gegenüber. Und ich muss einfach mal sagen, Freunde, guckt euch das an. Das sieht so cool aus irgendwie. Es sind zwar nur diese Pixel-Sprites, die man schon aus Hard Gold kennt, aber oh, es ist einfach so cool. Hier die Items kann man sich halt anders durchgucken. Pokebälle, was nicht alles gibt. Mal die Pokémon an sich kann man sich halt natürlich durchgucken. Ganz normales Kampfmenü. Jetzt gehen wir mal auf Kämpfen. Leider gibt es noch keine richtigen Kampfanimationen, also in Form von Attacken. Also Attackenanimationen meine ich. Aber egal, also gibt Schlimmeres. Wäre natürlich sehr schön, wenn das demnächst hinzugefügt wird. Will mit sich auch noch hinzugefügt werden, aber naja, es steht ja auch, ich hoffe, ihr seht das gerade unten links, steht Battle System not final. Das Kampfsystem wird also noch überarbeitet. Und wir haben einen Safcon besiegt. Yay, und kann ich meine Rechte sehen. Das gefällt mir. Lernst du irgendwas Neues? Nee, okay. Ach, der Regen sieht so geil aus, ja. Das hat auch ein Tag- und Nachtsystem und Jahreszeiten, gerade haben wir halt Herbst, ne, also Anfang Herbst, deswegen sind die Blätter hier auch so golden, also so orange-gelb, golden, wisst ihr schon, ne, so herbstlich halt. Ja, das war auf jeden Fall das Kampfsystem. Wie gesagt, wenn nach Attackenanimation kommen, bin ich zufrieden, aber bis jetzt finde ich das schon ziemlich, ziemlich cool. Ja, würde ich sagen, wir gehen einfach mal in die Höhle und guckt euch das mal an, es sieht so geil aus. Wenn man merkt, hier wird man Blitz gebrauchen können und die Bucke ist geil. Die muss ich ganz gut auf mich wirken lassen. Vor allem, dass sie noch die Original-Soundtracks aus Gold und Silber genommen haben. Ich habe noch gar keinen Höhlenkampf gemacht. Das können wir mal eben machen. Wenn dann hier Pokémon gleich kommen. Die Musik ist ja geil, Alter. Kann ich hier durch? Ja. Vor allem, das sind so Sachen, die braucht man Blitz nicht zwangsläufig, um sich zu orientieren. So, was haben wir da? Ein Kleinstein. Bam, 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 bam. So, eine Watergun. Eine Aquaknarre. Hauen wir dich weg. Dummerweise ist das Spiel in-game nur auf Englisch, nur am Anfang irgendwie das Startmenü kann man auf Deutsch umstellen, das ist ein bisschen merkwürdig. Aber egal, lass mir mal so stehen, so, und ich verlasse mal in die Höhle wieder. So, ich habe auch schon die Running Shoes, die Turbo-Treter, also das zeige ich mal ganz kurz, man kann da nämlich mit Shift beschleunigen. So laufe ich jetzt ganz normal und so ist das, wenn ich mit den Turbo-Tretern renne. Nur um das mal hier so gezeigt zu haben. Ich werde mal kurz was zu den Online-Features sagen. Ich habe das Spiel bis jetzt leider nur offline gespielt, weil ich mir noch keinen Game Jolt, hieß Game Jolt, ne? Account erstellt habe. Aber man kann online, es gibt ein Ladder-System, was ich noch zeigen kann, ist, warte, wo kann ich das zeigen? Genau hier. Ist, man hat den Poké-Gear, es gibt ein eigenes PSS für das Spiel, das ist so heftig. Ja, eine Ranklist gibt's halt. Ja, Telefon, Statistiken gibt es. Ich habe jetzt hier eine Statistik.
wie viele Schritte man gemacht hat, wie viele wilde Pokémon schon gekämpft hat, wie viele Aprikokos, Moves, Items, was es nicht alles gibt, gefangene Pokémon, alles richtig cool. Die World Maps hier noch integriert. Man kann dann gegen seine Freunde auch, man kann mit seinen Freunden halt tauschen, man kann direkt quasi Wi-Fi-Battles machen. Es gibt auch Battlespots, ein Battlespot-Modus, glaube ich, also so wie Kampfplaza in XY, sofern ich das mitgekriegt habe. Den Online-Modus habe ich, wie gesagt, selber noch nicht gespielt, aber auf der Seite sind halt die ganzen Features aufgelistet. Man kann wohl auch, die quasi Texture-Packs, Content-Packs gibt es, die kann man wohl ändern. Sehen die Bäume zum Beispiel anders aus, das ist auch sehr interessant. Aber jetzt, um bei den Online-Modus mal zu bleiben, es gibt, glaube ich, auch eine eigene GTS für das Spiel. Das ist schon echt heftig, was sich seit dem letzten Jahr so alles verändert hat bei diesem Spiel. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal eben nach Viola City. Oh nein, ein wildes Pokémon. Ich muss mir noch unbedingt Schutz kaufen, ey. Oh mein Gott, ein Weedle. Ich fürchte jetzt einfach mal. Ich denke, Kampfsystem habe ich jetzt mal kurz und zu Genüge gezeigt. Einfach mal reingehen. Violet. Willkommen in Viola City. Die Mucke, ne? Das Pokémon Center sieht auch richtig krass aus irgendwie. Oh, guckt euch das mal an, Leute. Und, ein Typ hier, der mit uns sprechen will. I'm night shifting at the moment. Oh, du hast noch nichts. Normalerweise dachte ich immer, geben die einem ein Item von der Mutter oder so, aber der will nichts. Hier kann man, by the way, Geheimgeschehen machen, wenn es denn welche gibt. Möchtet ihr Mystery Events gucken? Ja, gibt's leider keine. Hm, schade. Aber schon echt cool, was man hier so alles machen kann. Okay. Gibt's eigentlich... Es gibt doch hier jemanden, der mit einem Pokémon tauschen will, fällt mir gerade ein. Knofensa habe ich aber noch nicht gefangen. Ich glaube, kann man nicht Knofensa hier überhaupt fangen? Keine Ahnung. Mit Sicherheit. Oh, Leute, guckt euch das mal an. Hier durch. Der Knofensa Tower, wie das aussieht, ey, richtig krass. Hier ist die Pokémon Arena. Die habe ich mir von innen noch gar nicht angesehen. Möchte ich mal eben kurz machen. Ist das der Kamerakauz Wiegbert? Geht das? Gibt's den auch in dem Spiel? Falken? Nein, okay, gibt's nicht. Schade. Okay, ich möchte mir dir mal eben angucken von innen. Ich werde den noch nicht machen in diesem Part. Also, was heißt in diesem Part? Das ist ja nur angezockt, aber... Okay, hier mangelt so ein bisschen an Texturen, aber... Schon cool. Die Mucke, ey. Aber gut, wir gehen erstmal wieder raus. Der Supermarkt kann ich auch mal kurz zeigen. Boah, der ist halt nichts Besonderes an sich, ne? Aber die Mucke ist voll beruhigend, ey. Ich will mit dir reden. So. Welcome, what do you need? Boy. Fluchtseil kann ich mir nur... Ach so. Ja, hier ist das richtig cool. Hier ist das nämlich nicht alles in einer Liste, sondern auch hier nach Kategorien getypt. Hier hat man nämlich das Fluchtseil, dabei ein Items. Hier hat man die ganzen Heil-Items, Pokebälle und die X-Items, diese Kampf-Items. Finde ich cool. So viel zum Supermarkt auf jeden Fall. Den Pokédex kann ich auch nochmal kurz zeigen. Der ist nämlich auch ganz interessant, wie ich finde. Hier mal Pokédex, Johto-Dex. Wir haben jetzt hier zum Beispiel Totodile, Kanimani, gucken wir das mal an. Kanimani, das Big Jaw Pokémon. Kann man so vorne und von hinten angucken. Area Unknown, da werden dann die ganzen Entwicklungsstufen nochmal angezeigt. Ich finde das schon ziemlich cool. So, wenn wir jetzt halt bei Eevee, haben wir halt nichts, weil wir das irgendwo nicht gefangen haben. Was offline auch wahrscheinlich ziemlich schwierig sein wird. So, es ist aber, glaube ich, echt an sich genau wie Gold und Silber von der Story und so, nur halt in 3D und es sieht einfach richtig cool aus, finde ich. Es ist halt, am Anfang, letztes Jahr war ich ein bisschen irritiert von diesem 3D, weil, ja, es ist sehr unübersichtlich am Anfang. Auch jetzt, als ich vorhin gespielt habe, man findet sich auf den Routen am Anfang sehr schlecht zurecht, nicht wie halt bei der 2D-Version. Zum Beispiel, als ich von Neuborkia nach Rosalia, ne, wie ist es Rosalia City? Jetzt ist es nicht Rosalia City, oder? Auf jeden Fall in Cherry Grove heißt es hier, auf jeden Fall von nach der Cherry Grove City gehen musste. Habe ich mich einfach mal direkt verlaufen und bin wieder in Neuborkia rausgekommen. Ja, ist am Anfang ein bisschen verwirrend, aber findet man sich schon relativ schnell mit zurecht. Okay, mit dem Third Person kann ich jetzt nicht so wirklich was anfangen. Findet das Ego irgendeine Perspektive schon besser. Du auch Kanimani, ne? Ja, genau. Alligator was wandering around and listening to the different sounds. Das ist so cool. Die Clofensa Tower will ich mir auch mal von innen angucken. So. Ach ja, der Sprout Tower. Genau wie damals. Das heißt wie damals, wie es halt im Originalspiel so ist, aber... Oh, guckt euch das mal an. Ist das nicht geil gemacht? Ich finde das super. Also wirklich Props an das Team, das, wie man das hier so gebaut hat. So kann ich nicht mehr runtergehen. Ich kann hier runtergehen. Das ist jetzt irritierend. Ich kann nicht runtergehen. Toll, da will man das Spiel gerade loben und findet direkt den ersten Bug. Wie lange nehme ich denn jetzt gerade auf? 10 Minuten, okay.
Kann ich da vorne einfach rausgehen? Sieht so aus. Ist da vorne ein Ausgang? Ach, warte mal. Hä? Wo bin ich denn? Wo bin ich denn rein? Was zum Teufel? Guckt euch das mal an. Ach so, ich bin... Ah, ich bin rausgegangen. Ich hab's noch nicht gemerkt. Aha. Okay. Ja, okay. Guck mal, man denkt ja echt, man würde einfach nur durchlaufen, oder? Ich habe es gerade überhaupt nicht gemerkt. Okay. Derp. Okay, doch kein Glitch. Aber schon geil gemacht, muss ich sagen. Die Tauschanimation, sowas habe ich mir nur leider nicht ansehen können, weil ich noch keine Tauschgelegenheit hier gefunden habe. Oh, der Poké hier. Hallo, hier ist Wade. Hi. Geh weg. Ach ja, genau, der Käferwettbewerb gibt's auch noch in dem Spiel. Ach, das ist so super, Freunde. Kann ich noch irgendwas zum Spiel sagen, was ich noch nicht gezeigt habe? Ich glaube, das wäre es eigentlich schon. Das ist jetzt eine etwas kürzere Folge, aber ich wollte das Spiel einfach mal kurz so gezeigt haben. Ja, Freunde, eure Meinung zum Spiel in die Kommentare, das würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich davon mal wirklich ein Let's Play machen sollte in Zukunft. Müsste ich auch erstmal ein paar Leute finden, mit denen ich das online zusammen spielen könnte und so weiter. Bin mir sicher, dass ich da ein paar Leute finde, die da Lust dran hätten, aber... ja, das ist ein anderes Thema. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das so ausgereift schon finde für ein Let's Play. Also, by the way, man kann außerdem noch nach Kanto gehen, habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Es ist jetzt hier, wenn man sich die World Map anguckt. Nee, warte, wo kann ich mir die World Map angucken? Hier, die World Map. Hier natürlich noch nicht drauf, ne? Aber das kommt dann halt, sobald man, glaube ich, hier die Pokémon Liga alles gemacht hat. Ja. Also ich persönlich finde, das Spiel hat mega Potenzial mittlerweile und ich wäre auf jeden Fall dazu geneigt, noch mehr Videos davon zu machen. Vielleicht sogar mal ein eigenes Let's Play Together mit anderen Leuten zusammen. Vielleicht mit den Leuten aus der GPL, wenn da welche Lust draus haben. Oder mit Kuchenjäger, wenn er auch Bock drauf hat. Halt mit den ganzen Leuten, denen ich so auf YouTube was zusammen mache. Wenn die denn Lust dazu haben. Mal gucken. Aber auf jeden Fall noch nicht so in allzu naher Zukunft. Wie gesagt, Freunde, eure Meinung zu dem Spiel in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Und ja, Freunde, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder, Freunde. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und haut raus. Ciao!